Hallo und herzlich willkommen im Wald, heute zum Adventskalender. Das muss ich jetzt bei deutlich vorgedrehten Adventskalenderbeiträgen mir selber klar machen, dass ich gerade im Adventskalendermodus bin. Ja, wir haben hier einen Herbststurm gehabt. Leider war ich nicht in der Gegend, um mitzubekommen, wie das genau abgelaufen ist. Aber es war trotzdem sowas, was man definitiv als Herbststurm bezeichnen darf. Und das hat erstens mal diverse kleine Zweige auf den Waldwegen produziert. Hier sowas da. Das findet man relativ oft. Das sieht man da ja gar nicht richtig. Machen wir so. Also, hier sowas da auf jeden Fall. Und das ist prinzipiell jetzt schon mal nicht so besonders schlimm. Das kann schon mal passieren. Das überstehen die meisten Bäume relativ problemlos. Aber es kann dann natürlich auch ein wenig eskalieren. Und da hinten seht ihr schon, der Weg hier ist, wenn man nicht ein bisschen Geschick mitbringt, unpassierbar geworden. Hier ist nämlich eine sehr, sehr dicke Buche auf die Straße gekracht und hat auch ein wenig Kollateralschäden verursacht. Und ich dachte mir, bevor die jetzt hier weggeräumt wird, was wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann auch bald der Fall sein wird, da ist man schon recht fix, da wollte ich mir das Ganze doch mit euch nochmal angucken. Habe es vor ein paar Tagen entdeckt und freue mich, dass ich es zeitlich jetzt noch hinkriege, das auch rechtzeitig zur Kenntnis zu nehmen. So, und zwar, ja, fangen wir doch einfach mal bei den Kollateralschäden an. Zum Beispiel, dieser Ast, der hier liegt, hier sehen wir auch ganz schön, wie sehr das splittern kann. An der Stelle saß vermutlich bereits ein Ast, ne? Das lässt hier dieser, und hier sah noch ein kleiner eingewachsener, der wird keine große Rolle gespielt haben, aber das da könnte irgendwo vorne ein größerer Ast dahinter gesessen sein, und dann hat quasi dieser Ast eben beim weggerissen werden dazu geführt, dass mit der enormen Energie, die hier am Werke war, das sind wirklich super, super gewaltige Kräfte, hier eben so eine ganze Scheibe um den Ast, der hier weggerissen wurde, mit weggerissen ist. Und dann entsteht hier so eine ja fast schon brettartige Struktur. Das ist natürlich spannend für denjenigen, der jetzt gerade von den Zombies verfolgt wird. Dann kann er ihnen einen Ast an den Kopf werfen. Das geht auch sonst. Nein, tatsächlich sind das so wenige seltene Strukturen, nach denen man Ausschau halten darf, wenn man jetzt survivalmäßig in der Natur unterwegs ist und eben wenig Werkzeug zur Verfügung hat und dann irgendwie jetzt doch noch in der Lage ist, dieses Stück Ast hier rauszutrennen. Dann hat man aber immerhin schon mal eine relativ glatte Fläche und kann das dann zum Beispiel als Tisch oder als Feschbarbrettchen oder sonst irgendwie verwenden. Voraussetzung ist natürlich, dass man eine Möglichkeit hat, das da eben rauszutrennen. So ganz ohne Werkzeug nützt einem das auch nichts, da Buchenholz sehr hart ist. Und man wird wohl kaum da oben und da unten das Ding durchbeißen können. Ne? Und auch nicht mit einem Steinwerkzeug oder sonst was. Da braucht man schon entweder eine richtige Axt, beziehungsweise ein richtiges Beil oder halt eben eine Säge. Notfalls würde ich sagen, ja, ist ein bisschen zu dick für eine Taschenmessersäge. Also selbst bei einem Ranger Wood 55, das hat somit die größte Taschenmessersäge, die es so gibt, wäre das ein bisschen zu viel. Ja. So, wir machen hier mal noch ein paar Schritte. Also ihr seht, hier liegt ein Haufen Holz, beziehungsweise auch ein Haufen Feinzeugs dazwischen. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, also hier mal ein größeres Stück. Jetzt kann man hier vermuten, dass das jetzt hier abgebrochen ist. Das liegt jetzt daran, dass dieses verfärbte Holz einen Pilz drin hat. Ganz hier in der Mitte, das da, also dieses Dunkle, das ist tatsächlich ein Pilz, wahrscheinlich eine einfache Braunfäule. Die Frage ist, seit wann ist der da schon drin? Ist der da drin kurz bevor der umgekippt ist? Und das vermute ich fast, weil der hat sich noch nicht sehr weit ausgebreitet. Das heißt, das wäre jetzt erstmal noch harmlos gewesen für die Stabilität. Dass der ganze Stamm hier innen diese rötliche Färbung hat, das ist ein Falschkern, bei der Buche recht stark ausgeprägt. Hier sehen wir das auch. Also das ist rein Falschkernbildung. Falschkern oder auch
fakultativer Farbkern ist so ein Phänomen, das wir bei alt werdenden Buchen, und die hier war alt, relativ häufig erleben, dass ab einem gewissen Alter es sich fast schon wieder nicht mehr lohnt, die Buche einzuschneiden, weil sie eben diesen Falschkern ausgebildet hat. Und der senkt den Holzpreis doch relativ stark. Warum heißt das Ding Falschkern? Naja, ganz einfach, weil es die Holzeigenschaften kaum verändert. Das ist vor allen Dingen interessant aus optischen Gründen. Es ist ein Oxidationsprozess. Das bedeutet, da kommt irgendwie Luft ins Innere des Stamms und dann läuft das Holz eben durch Oxidationsprozesse so an, wie wir jetzt es hier jetzt sehen. Aber das hat eben kaum, eigentlich gar keine nennenswerten mechanischen Einbußen bei der Holzqualität zur Folge. Lediglich der Markt möchte gerne Buchenholz in einheitlicher Farbe und nicht in dieser interessanten Falschkernfarbe. Wobei ich die dieses Mal, das ist nicht immer so hübsch, aber dieses Mal finde ich das sehr, sehr dekorativ. Man sieht hier auch wunderbar die Holzstrahlen. Hier ist so ein richtiger einzelner Holzstrahl hervorragend herausgebildet. Das hat man wirklich selten so schön. Da kann man richtig tolle holzanatomische Untersuchungen hier anstellen. Das ist super, super glatt. Das ist genau auf einer Zelllinie abgerissen. Also wirklich hier entlang der Zelle gespalten. Drum liegen hier auch der unverletzte, vollständige Holzstrahl eben genau direkt auch so vor, dass man ihn anfassen kann. Man spürt auch einen Unterschied, dass die Parenchymzellen hier sich anders anfühlen als die normalen Holzzellen nebendran. Ein Holzstrahl, das muss ich erklären, das ist im Großen und Ganzen einfach die Verbindung vom äußeren Stamm in den inneren Stamm, sozusagen die Kanäle, die den inneren Stamm noch nutzbar machen für den Baum. Denn das Holz im Inneren von einem Stamm ist ja eigentlich im Prinzip schon tot. Das unterscheidet sich wenig, außer durch den Wassergehalt, von letzten Endes Brennholz, was bei uns im Brennholzschuppen liegt. Ja? Lediglich der Unterschied ist der, dass eben solange der Baum noch lebt, in diesen eigentlich toten Holzkörper vereinzelte Kanäle rein betrieben werden, um eben im Inneren des Stamms beispielsweise noch Wasser speichern zu können. Dafür ist er gut als Wasserspeicher. Oder um nachträglich ins Innere des Stamms noch irgendwelche Antipilzstoffe, Gerbsäuren zum Beispiel oder sowas in diese Richtung einzulagern. Tannine, so ein typischer Stoffgruppe, die da üblicherweise verwendet wird. Und das lagert sich dann eben im Inneren des Stamms auch dann noch, oder lässt sich, die Konzentration lässt sich auch dann noch ein wenig erhöhen, obwohl der innere Teil des Stamms bereits abgestorben ist. So, jetzt kann man sich fragen, warum zum Geier stirbt denn der Baum innerlich ab? Das ist auch doof. Nein, das ist hervorragend, klug gelöst. Das ist vielleicht eine der Ideen, die Bäume, wie wir sie heute kennen, überhaupt möglich macht. Weil so eine große Pflanze, so ein Riesending, wäre niemals in der Lage, sich photosynthetisch komplett selbst zu versorgen, beziehungsweise würde nicht genug Photosyntheseleistung zusammenkriegen, langfristig eine gewisse, so eine riesige Größe, wie sie halt teilweise haben, aufrechtzuerhalten, wenn sämtliches Holz aus lebenden Zellen bestehen würde. Weil lebende Zellen brauchen immer Energie. Und die einzige Möglichkeit, wie die halt gar keine Energie mehr brauchen, ist, dass sie halt eben nicht mehr lebendig sind. Ne? Also Holzzelle im Inneren eines Stamms ist exakt tupfgenau dieselbe Holzzelle, wie wenn man ihn um den Baum umgesägt hat und den Balken irgendwo ins Haus verbaut oder sonst irgendwie. Da gibt es kaum noch einen Unterschied, mit Ausnahme, wie gesagt, der Holzstrahlen, wenn die durchgehen bis zur Rinde, bis zum Kambium. Dann wird halt in dem Bereich oder hier im offensichtlich noch nicht verfärbten Bereich des Holzes, wäre das jetzt keine Buche, ist es so, dass im Splintholz, das ist auch bei der Buche hier das Splintholz, aber normalerweise ist der Übergang von Splintholz zu Reifholz eben farblich nicht gekennzeichnet, ja, wenn das ein gesund in Anführungszeichen ein nicht verfärbter Baum wäre. Aber jedenfalls wird man aus den äußeren Bereichen des Stammes, die grundsätzlich immer noch lebende Zellen enthalten, da sind die Holzzellen an sich auch häufig noch lebendig, um eben Zuckerlösung nach unten zu transportieren, um Wasser nach oben zu transportieren. Und in diesem Bereich docken dann sozusagen die Parenchymzellen an. Und die Parenchymzellen sind dann in der Lage, eben aktiven Transport im Querschnitt sozusagen zu ermöglichen. Ja? Also das sind lebendige Zellen, die mittels Druck, den sie aufbauen, und zwar durch ein Zuckerkonzentrationsgefälle,
Mehr Zucker in den äußeren Zellen, weniger Zucker in den inneren Zellen. Damit fließt alles von viel nach wenig. Und damit kann Wasser, wie auch andere in der Zuckerlösung gelöste Stoffe, ins Stamminnere transportiert werden. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Parenchymzellen sind relativ vielfältig. Aber ja. Und ja, das ist eben, wie gesagt, als Speicher gedacht, um dann da ins Holz was reinzukriegen. Schön, ne? So eine schöne Holzstrahlenstruktur sieht man selten. So, und damit komme ich auch schon wieder in Schwafeln. Hier haben wir das auch. Da sind nur kleine Teile des Holzstrahls angeschnitten. Das nennt man dann auch Spiegel, wenn man diese einzelnen Bereiche hier sehen kann. Häufig sehr schön zu finden in Eichenholz. Da ist das sehr, sehr deutlich. Gut, wie auch immer, jedenfalls das hier erstmal zu diesem Bereich. Ich gehe davon aus, dass der Ast, an dem ich hier stehe, zu unserem Hauptbaum gehört, der da liegt, da hinten. Und der hier eigentlich umgefallen ist. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil dieser Baum, der war noch ganz, bevor der Nachbar draufgefallen ist. Ja? Also das ist ein reiner Kollateralschaden. Der war eigentlich ziemlich gesund und von der Dicke der Äste, die da jetzt fehlen im Kronenbereich, würde es auch hinkommen, dass die hier zu dem da gehören würden. Auch mit dem Ort, wo sie liegen, würde das wohl möglich hinkommen. Aber bei so einer Mikado-Situation bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, aber wahrscheinlich schon. Ja? Das würde auch erklären, warum hier erst sehr wenig Pilz drin ist, weil die Äste hier wirklich noch in Ordnung sind eigentlich, also weitgehend. Ja, wie gesagt, die schwarze Linie, das ist schon ein erster Pilzbefall. Und der Baum eigentlich noch eine ganze Weile wahrscheinlich gesund, vergleichsweise gesund, trocken geschädigt, ja, aber ohne weggebrochene Kronenteile hier noch eine ganze Weile überlebt hätte. So, jetzt gehen wir aber mal weiter. Und zwar schauen wir uns jetzt mal den Hauptstamm, der da umgestürzt ist, an. Hat sich inzwischen ja auch ein kleiner Trampelpfad herausgebildet. War einer der ersten, die das Ding hier entdeckt haben. Und da war gerade ein riesen Ansturm, war Sonntag und oder Samstag? Samstag. Und daher habe ich hier dann gerade mal den Platzanweiser gemacht und die Leute aufgeklärt, wie sie hier eigentlich jetzt durchkommen. Da standen nämlich auch einige ein bisschen wie der Ochs vorm Berg. Ja, nämlich diese Stelle hier ist das Entscheidende. Das ist jetzt noch lustigerweise noch mal ein bisschen tiefer reingesackt gefühlt. Denn wenn wir versuchen würden, hier drüber zu kraxeln, da kann man sich mal das Ausmaß vom Stamm anschauen. Ich gehe mal näher ran. Ne? Also hier kommst du als normaler Mensch so einfach mit dem Bein rübersteigen. Ich krieg das noch hin, aber ich bin auch 1,90. Ja, eine kleine Person schafft das nicht mehr und jedenfalls nicht, ohne sich ordentlich nass zu machen. Und daher, ja, also da ist schon ordentlich was zusammengekommen. Ja, wie man hier sehen kann, der Stamm ist natürlich auseinandergesplittert. Moment, seht ihr hier? Aber war auch ganz offensichtlich, kann man hier schön sehen, wenn man da hinten reinguckt, wir gehen gleich näher ran, war auch ausgehöhlt. Ja, also dass die Buche überhaupt so lange noch gestanden hat mit dieser riesen Mulmhöhle, Mulmhöhle nennt man sowas, in einer hohen Höhe, ja, das kommt ja noch erschwerend dazu, weil der Stammfuß liegt ja erst da hinten. Ja, das täuscht alles ein bisschen durch den Winkel der GoPro, aber das sind 7 Meter ungefähr, also von hier bis zum Stammfuß. Na, lass es 8 sein. Und ja, steigen wir da doch mal spaßeshalber rein. Und je höher die Höhle ist, desto problematischer wird das manchmal. Aber kann natürlich auch Vorteile haben, weil eine hohe Höhle hat natürlich weniger Hebelwirkung durch den Wind, der in der Krone arbeitet. Aber andererseits wird auch die komplette Statik des gesamten Stamms durcheinander gebracht. Jedenfalls war es hier offensichtlich zu viel. Nochmal dazu, da kommen wir gleich noch dazu. Sehr spannend fand ich, als der hier gestürzt ist, also erstens wachsen hier natürlich schon diverse Pilze drin, hat sich beim Stürzen teilweise durch den Sturz dieses braune Material hier, diese sehr schwarze Masse, die ihr hoffentlich sehen könnt, hier im Stamm freigelegt. Und was ich mich jetzt frage, jetzt klar ist der aufgebrochen und hat ein bisschen Waldboden mitgenommen, aber der ist hier ja nicht groß rumgerutscht, der ist ja nur gefallen. Daher ist meine Theorie, und er ist ja wirklich mehr oder weniger auf den
direkten Waldboden gefallen. Und dieses schwarze Zeug hier, das ist so seltsam in eine Faserrichtung ausgerichtet. Und rein technisch gesehen ist es möglich, dass sich Holz zu so einer Art Kohlenstoffbrei, wenn man das so nennen möchte, abbaut. Und dieses bisschen Boden, was wir hier haben, ja, das ist schon Boden, aber das ist wirklich so schwarz, wie nur geht. Das hat also den höchstmöglichen Kohlenstoffanteil, den man sich für Feinboden nur vorstellen kann. Und daher ist meine Theorie, dass wir hier im Inneren des Stamms, auch schon vor Umstürzen des Stamms, einen derart intensiven Verrottungsprozess hatten, dass sich Holz inklusive Pilzmasse, inklusive sonstige Bewohner im Stamm bereits zu einer Art Humus bzw. wahnsinnig stark humosen Boden verarbeitet hat. Dass das also gar nicht der Boden der Umgebung ist, der im Stamm gelandet ist, sondern tatsächlich ein Verrottungsprodukt aus der Mulmhöhle. Eine Mulmhöhle ist einfach eine riesige große Öffnung im Stamm, wo das Holz zu sogenannten Mulm verarbeitet worden ist. Also so eine Art Holzbrei, Katzenstreuartiges Sägespänmaterial. Jetzt zeige ich euch gleich, da haben wir bestimmt noch ein paar Handvoll da drüben zur Verfügung. Ja, und das könnte also tatsächlich sein, dass das hier ein im Stamm gebildeter Bodenbildungsprozess ist. Offiziell kann man dazu sehr wenig nachlesen. Ich habe aber mal bei einer alten Eiche, bei der auch ein riesiger Ast abgebrochen ist, nicht ganz dieses Format, aber wirklich ein riesiger Ast, gigantisch dick, habe ich kurz nachdem der runterkam, Wurzeln gesehen, die vom Inneren des Baums in diesen Ast reingewachsen sind. Ja, also Wurzeln innerhalb des Stamms in völliger Dunkelheit, das ist einer Wurzel ja recht, ja, die mag es ja nicht hell. Und die dann quasi das eigene Abbauprodukt als Substrat fürs Wurzeln verwendet haben. Und dass das bei Eichen offensichtlich hin und wieder mal gibt, ja, ich bin mir ja sicher, dass ich das gesehen habe, das war eindeutig eine Wurzel, finde ich das sehr, 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 sehr spannend, das jetzt hier gerade wieder zu sehen. Und wenn da eine Wurzel drin wurzelt, in diesem Zeug, dann lohnt sich das, weil das riecht furchtbar, also wirklich riecht nach ja, schon fast so ein bisschen in Richtung Kohle gehend. Enorm hoher Kohlenstoffanteil, also das kann man wirklich einfach an der Farbe erkennen. Und nur ganz wenig Mineralboden, das besteht hier also weitestgehend einfach aus zersetztem organischem Material. Also wie gesagt, tote Käfer, deren Scheiße, Fledermauskot vielleicht. Fledermauskot. Ja klar, ja klar. Ja, weit abgebauter, lange schon darum liegender Fledermauskot. Oh, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ist nur eine Theorie, ja, erzählt das nicht unbedingt überall nach, aber schon wirklich ein ganz, ganz bemerkenswertes Material. Ich habe jetzt keine Lust, damit allzu sehr rumzuspielen, weil da muss ich mir die Hände waschen und da gibt es hier in der näheren Umgebung keine wirklich gut geeigneten Plätze für, aber es ist wirklich sehr, sehr verdächtig. Von der Struktur her ist da wirklich kein Mineralboden mehr erkennbar. Das scheint mir 90% organisch zu sein. Also mindestens, ja, das ist schwer einzuschätzen. Im Grunde ist das quasi Torf. Torf ist auch zu 100% organischen Ursprungs. Ja, sehr spannend. Gut, wir gucken uns da gleich noch den Wurfteller noch ein bisschen näher an. Aber das jetzt erstmal hierzu. Ja, dann haben wir hier natürlich eben noch diverse Brösel rumliegen. Auch im äußeren Bereich noch ein bisschen frisches Holz. Und jetzt liegen hier auch Ahornblätter dazwischen. Da kann man sich jetzt fragen, hä, das ist doch eine Buche, kein Ahorn. Ja, aber hier stand der Ahorn und ja, der ist halt eben auch mitgerissen worden. Also ein klassischer Fall von Kollateralschaden. Insgesamt hält sich's in Grenzen. Auch der Ort, wo die Buche ursprünglich stand, da ist gar kein so großes Loch entstanden, weil sie hier ja hangabwärts, leicht hangabwärts gefallen ist. Und natürlich erst da, wo sie mit der Krone aufgeschlagen ist, ist dann das Loch zu erwarten. Und da ist es dann auch. Ja? Aber trotzdem hält sich in Grenzen. Kann man bei so großen umstürzenden Buchen schon deutlich größere Lochwerdungen sozusagen erleben. Von daher Glück gehabt, dass sie wirklich nur einen anderen Baum getroffen hat. Und ja, toi toi toi. Ne? Gut, wir gucken jetzt nochmal in die Mulmhöhle. Ich habe ja auch gar nicht so viel Zeit.
ist ja das nächste Problem. Oh, schönes Spinnennetz. Möchte ich jetzt ungern kaputt machen, aber ab zu spät. Naja, sie baut es nochmal. Die sind ja fleißig, die guten Spinnchen. Hups. Wenn das übrigens alles hier so liegt und bereits gesplittert ist, da ist auch keine Spannung mehr auf dem Holz. Ne? Also man darf hier über sowas darf man schon drüber steigen. Schwierig wird es, wenn mehrere Stämme übereinander liegen. So, und jetzt schauen wir mal. Ihr seid jetzt mal mein Rückspiegel. Ja, faszinierend. Also hier war offensichtlich wirklich schon sehr viel faul. Und als Fledermausdomizil kann man sich das wirklich gut vorstellen. Wir sind hier auch in einem sehr, sehr alten Wald, der sehr viele Arten beherbergt. Und ja, das wäre eine Möglichkeit. Und Fledermäuse kacken ja auch von oben nach unten. Und da ich jetzt diesen organischen Substanzhaufen im unteren Bereich dieser Höhle hier gefunden habe, das würde einigermaßen hinhauen. Also so riesig war die jetzt auch wieder nicht. Ihr könnt da oben sehen, wie weit es zur Decke ausgehöhlt ist. Aber das langt. Ne? Und da war auf jeden Fall viel Leben drin unterwegs. Und dieses Zeug hier, das ist Mulm. Ja? Also wirklich stark zersetztes Holz. Man erkennt schon noch, dass das mal Holz gewesen ist. Erinnert ein bisschen an Rindenmulch, ist aber halt eben nicht aus Rinde, sondern aus Holz. Eine total weiche Angelegenheit. Übrigens auch ein guter Isolator, wenn man da mal trockenen Mulm findet. Das ist das Problem, das Zeug wird halt schnell nass, wenn es entsteht. Aber dann kann man sich da auch gut ein Bettchen draus bauen. Eine Matratzenisolation, wie auch immer wir das nennen wollen. So, und was wir jetzt hier eben in dem Bereich sehr schön sehen können, beziehungsweise ich nehme hier mal ein Exemplar als Anschauungsmaterial, sind eben die verschiedenen Zersetzungsstadien, die hier im Holz stattgefunden haben. Auf der Seite die Mulmphase. Ja? Also hier wird das Holz so weit zerschreddert, dass eben nur noch dieser Mulm übrig bleibt. Und auf dieser Seite, ich hoffe, ihr könnt den schwarzen Strich, den Mascara, erkennen. Dieser Mascara ist die Grenze, die sich ein Pilz gezogen hat, also ein Pilzindividuum, um quasi sein Stück Holz, seine 27 Kubikzentimeter Holz abzugrenzen vor den 27 Kubikzentimetern des Nachbarn. Ne? Der Nachbar kann dieselbe Art sein, ist in diesem Fall sicherlich nicht der Fall, weil der Nachbar ein ganz anderes Verfärbungsmuster im Holz erzeugt. Wir haben hier also in der Mitte entweder weitgehend unzersetztes Holz, tatsächlich, das ist so. Hier also der gelbe Bereich in der Mitte ist weitgehend unzersetzt. Und wir haben oben und unten jeweils bereits Pilzbefall durch eben diesen Mascara gekennzeichnet. Da ist der Zersetzungsprozess noch nicht sehr weit fortgeschritten. Das ist aber vermutlich eben eine Braunfäule. Kann ich ohne Mikroskop und schon gar nicht in diesem noch initialen Stadium erst recht nicht ohne Mikroskop sagen. Aber da ist auf jeden Fall noch nicht so viel passiert. Dass sich das Holz aber braun färbt, deutet natürlich auf eine Braunfäule hin. Ja, ohne sich jetzt allzu sehr mit Pilzen beschäftigen zu wollen. Weißfäulen sehe ich jetzt wenig. Was ist da? Wobei, hier geht's los. Hier könnt ihr sehen, dass dieser Bereich hier, wo diese weißlichen Strukturen schon heraustreten, das ist ein erster Befall mit offensichtlich auch einer Weißfäule, würde ich schwer vermuten wollen. Noch nicht sehr weit fortgeschritten. Was ist der Unterschied? Braunfäule heißt deswegen Braunfäule, weil sie das Holz braun macht. Das macht sie, indem sie weißliche Bestandteile oder helle Bestandteile aus dem Holz rausfrisst. Und das ist Zellulose. Ja? Also klassisch, Braunfäule ist ein uralter Pilz, Zellulose gibt es schon fast seit es Pflanzen gibt. Ich meine sogar wirklich, solange es Pflanzen gibt. Uralter Stoff, evolutionär gesehen. Und entsprechend lang hat die Natur Zeit gehabt, auch Organismen zu entwickeln, die dann Zellulose wiederum abbauen. Und das sind eben Braunwollepilze. Ne? Wirklich so alt wie, ja, nicht das Leben selbst, aber verdammt alt. Hingegen Lignin, der andere Bestandteil von Holz, das ist quasi das Material, das die Zellulosefasern, die langen, langen Fasern, die langen, langen Ketten aus Zucker letzten Endes, umschließt, um für Seitenstabilität zu sorgen. Das ist das, was Holz überhaupt erst so, ja, elastisch und doch bruchstabil. Da hat meine Kamera kurz abgebrochen. Also, Lignin oder Holzstoff genannt ist das Zeug, was für die Seitenstabilität überhaupt erst das Baumwachstum möglich macht. Weil sonst wären Bäume wie Grashalme und würden im Wind bei jeder Gelegenheit einfach umgeknickt werden. Und dann sind die einfach viel zu schwer, um sie wieder aufzurichten. Und wir hätten überall nur umgeknickte bzw. krumme Bäume rumstehen. Dass die gerade bleiben, ist dem Lignin zu verdanken. So, und wenn das Lignin langsam abgebaut wird, dann bleibt die Zellulose übrig. Und das können wir dann sehen in Form einer Weißfärbung im Holz.
Holz. Da werden auch nach und nach sichtbar Zellwände übrig bleiben. Jetzt habe ich leider hier keine Möglichkeit, hier noch näher ran zu zoomen. Aber was ihr hier seht, diese weißlichen Linien, das sind die Zellwände, beziehungsweise einfach wirklich die eigentliche Holzstruktur, die eben aus Zellulose besteht, die hier langsam herausgearbeitet wird, während das ganze Füllmaterial, also im Grunde ist es ein Pilz, der den Beton zwischen dem Stahlbeton wegfrisst. Ja, so kann man sich das vielleicht aus dem Bau irgendwie ein bisschen herleiten. Und was dann eben übrig bleibt, ist das reine Stahlgerüst und sämtlicher Beton ist weggefuttert. Und da das dann nur noch ein sehr, sehr dünnes Stahlgerüst ist, bringt das dann auch nicht viel. Und häufig kommt nach der Weißfäule dann natürlich auch nochmal eine Braunfäule, die dann den letzten Rest vom Holzgerüst dann auch nochmal auffrisst, nachdem die Weißfäule nichts mehr zu fressen findet. Ja? So, also das so grob zu den holzzersetzenden Prozessen und Mulm. Oh ja, hier, schaut mal. Das ist jetzt typisch weißfaul. Hier ist eine Weißfäule am Werkeln. Und das Holz ist eigentlich noch relativ stabil. Ja, das dauert lange, bis das richtig, richtig weich wird. Eine Braunfäule macht es deutlich früher weich, aber durch eine Weißfäule wird es sehr schnell sehr spröde. Daher finden wir Weißfäulen oft auch bei einem abgebrochenen Stamm, der einfach abgeknickt wurde, dass die daran beteiligt waren. Dass hier beim umgestürzten Stamm, bei dem es ja an der Wurzel lag, an der Wurzel gescheitert ist sozusagen, eher die Braunfäule zu finden ist nachvollziehbar. Gut, so jetzt gucke ich mal, bevor das, wie gesagt, das soll ja ein kurzer Beitrag sein, hier ausartet, dass wir noch einmal schnell uns die Wurzel anschauen und dafür einen Schnitt. Ja, das ist die Wurzel, war jetzt gar nicht so einfach hierher zu kommen, bin aber da und wir sehen, das hatte ich schon erwartet, wenn Buchen umstürzen, die mit einer der mächtigsten und tiefgrabendsten, den Boden intensiv durchwurzelnden Wurzeln haben, die unsere Waldbäume so besitzen. Eiche steht noch mal ein kleines bisschen stabiler wegen der Pfahlwurzel, die sie in der Jugend ausbildet, aber Buche durchwurzelt einfach alles. Die ist also wirklich tipptopp, beste Wurzelqualität fast des ganzen Waldes und nichtsdestotrotz hat sie hier nur einen vergleichsweise flachen Wurzelfilz ausbilden können. Und wenn wir jetzt mal schauen, das Loch hier, das hat so ungefähr 70, 80 cm, würde ich jetzt mal schätzen, im Vergleich zum umgebenden Boden, bedeutet, die Wurzel war schon unten angekommen. Die war also wirklich auf Grundgesteinniveau, das da hier ist, Buntsandstein. Und frisch zersetzter Buntsandstein bildet den Boden, der hier zwischen der Wurzel klebt, noch mit einem sehr hohen Eisenanteil drin, das jetzt natürlich durch die zusätzlichen Sauerstoff nochmal oxidiert, beziehungsweise oxidiert ist. War schon vorher rot, aber das dürfte jetzt nochmal ein bisschen geholfen haben, dass auch eben insgesamt diese Röte des Buntsandsteins, der eben einen hohen Eisenanteil enthält, hier schön zur Geltung kommt. Aber ihr seht gerade vor allem da hinten wirklich diese auf einer Ebene sich befindlichen Wurzelfilz. Das liegt einfach daran, dass die Wurzeln da auch alle kaum was in die Tiefe geht, sondern alles sich so in diesem Bereich verteilt. Liegt genau daran, dass da auch unten einfach kein Platz mehr gewesen ist. Bedeutet, hatte die Buche hier eine schlechte Wurzel? Bei diesem riesen Wurfteller? Nee, kann man beim besten Willen nicht behaupten. Das war also von der Wurzelentwicklung her eigentlich ein gesunder Baum, aber die Kombination aus Sturm und Regen haben hier den Boden weitgehend aufgeweicht. Es kann also auch manchmal hinderlich sein, wenn man in einem relativ tiefgründigen Boden und 70, 80 cm ist relativ tiefgründig, steht, dann kann das auch passieren, dass eben im Rahmen dieser guten Bodenentwicklung, der dann eben auch vollständig durchweichen kann. Und wenn dann sehr, sehr ungünstige Situationen von durchgeweichten Boden plus Wind, plus die Tatsache, dass man insgesamt auch schon mit den Pilzen zu kämpfen hatte und der Baum auch schon weitgehend ausgehöhlt gewesen ist, dann ist es einfach eine ungünstige Situation, die ihn hier zum Umfallen gebracht hat. Wenn wir uns mal anschauen da hinten, da seht ihr noch Restbuchen, die auch riesige Kronen ausgebildet haben. Gerade hier vor allem das Exemplar jetzt in der Bildmitte. Da ist auch sicherlich das eine oder andere
schon runtergefallen bei früheren Stürmen. Aber im Prinzip sind das hier keine schlechten Wachstumsbedingungen, auch relativ weit unten im Mittelhang hier gelegen. Gestaut wurde das Wasser zusätzlich durch die Vorstraße, von der wir gerade kommen. Und das hat insgesamt für eine recht gute Wasserversorgung gesorgt. Dadurch ist diese Buche auch so wahnsinnig dick geworden. Das ist nämlich wirklich ein ausgesprochen dicker Stamm. Also so dick muss eine Buche erstmal werden. Und damit war jetzt einfach Hanglage, Wind von hinten, Gewicht nach unten, ausgehöhlt, teilweise ausgehöhlter Stamm. Keine Möglichkeit mehr, sich noch weiter unten zu verankern. Plus aufgeweichter Boden. Und dann haben wir eben die Faktoren zusammen, die hier für das Umstürzen der Buche verantwortlich sind. Ihr seht übrigens auch der Boden hier, also der Originalboden, der hat eine ganz andere Farbe als das, was ich eben aus dem Stamm gekratzt habe. Ja, ganz anders. Ganz andere Struktur. Viel geringerer Kohlenstoffanteil. Ja. Und zugegeben waren auch im Wurzelbereich offensichtlich auch schon Pilze am Werk. Hier sehen wir diesen einen schwarzen Klumpen. Ich will da jetzt auch nicht völlig einzusauen, jetzt nicht näher hin. Ich hoffe, damit könnt ihr leben. Aber da waren offensichtlich auch schon Pilze bei der Wurzel eben beteiligt. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ein Opfer unglücklicher Umstände. Bei dem Alter, aber auch wirklich nicht weiter verwunderlich. Die Buche hatte vermutlich bei der Dicke, bei den Wachstumsbedingungen hier auf diesem Standort die 200 hinter sich. Und das ist auch so die magische Grenze, gerade bei Buchen. Älter als 200 müssen die im normalen Waldbestand erstmal werden. 250, das gibt es auch noch, 300, das ist dann schon sehr selten. Vielleicht war sie auch 250, kann man sich auch gut vorstellen bei der Dicke. Ja, das wäre alles möglich. Allerdings so schlecht sind die Wachstumsbedingungen hier nun auch wieder nicht. Ja, und dann ist sie jetzt einfach ihrem Alter entsprechenden Tod gestorben. Die Dürrejahre dürften auch mit dazu beigetragen haben, dass es ihr eben an Vitalität gefehlt hat. Normalerweise ist Dürre aber jetzt kein Grund, um umzufallen. Im Gegenteil, Dürre führt eigentlich dazu, dass ein Baum versucht, bei der Ressourcenallokation, also der Verteilung des Zuckers, der insgesamt zur Verfügung steht, was macht man jetzt mit dem, tendenziell möglichst viel davon in die Wurzel zu stecken, damit eben weitere Dürreereignisse oder eine weitere Intensivierung der Dürre dann nicht so schlimm ist, weil man dann wieder mehr Wurzel hat. Ja. Aber das hat hier nicht sollen sein. Ein paar Pilze, also die Höhle ist durch Pilze entstanden, ne, muss man nochmal dazu sagen, werden da wohl ihr Übriges getan haben. So, aber jetzt langt das auch an der Stelle. Bis morgen, macht's gut und tschüss.